让人进来可是很少见，老板也比以前好说话了，他估计是担心他的孩子。Sind Sie einer von Tongs Jungs? Nein. Ich hänge nur gern in der Kanalisation rum, weil sie besser riecht als mein Frühstück. Sonst noch eine blöde Frage? Nein, aber ich melde mich, wenn mir eine einfällt. Wo ist der Junge? Wir dachten, er wäre in der Upper City, fest verschnürt im Bell Tower Gebäude. Aber die haben wohl Schiss gekriegt. Hatten Angst vor Tong. Und haben seinen Sohn an einen sicheren Ort gebracht.
Wo wäre er denn sicherer als im Hauptquartier von Bell Tower? Das wirst du gleich sehen, Magrin. Sie halten ihn hier um die Ecke fest, im Keller einer alten Nudelfabrik. Wird nicht einfach, ihn da rauszuholen, weil seine Bewacher keine normalen Bell Tower Cops sind. Das sind Soldaten mit Spezialausbildung. Schwer augmentiert. Ich glaube, die Burschen kenne ich schon. Falls ja, haben sie einen Fluchtplan. Du bist der Fluchtplan, mein Freund. Hat dir Tong das nicht gesagt? Wenn Bell Tower merkt, dass noch jemand beteiligt ist, wird's nicht schön in Lower Henshaw. Tong vertraut das Leben seines Sohnes also einem einzigen Mann an. Nicht unbedingt. Wenn du Tongs Sohn siehst, gib ihm das hier. Er weiß, was er damit zu tun hat. Und jetzt zisch ab. Wir wollen doch nicht, dass du den Bus verpasst. Zugriff gewährt. Schritte weg! Zugriff gewährt. Sind Sie Tongs Junge? Das sagt zumindest meine Mutter. Aber Sie sind weder von Bell Tower noch Chinese. Kann ich davon ausgehen, dass mein werter Vater sich absichert, indem er Sie anstelle seiner Harvester schickt, um mich rauszuholen? Ja, können Sie. Verschwinden wir von hier. Lieber nicht. Soweit ich weiß, hat Bell Tower eine Menge Leute da draußen. Mag ja sein, dass Sie an ihnen vorbeischlüpfen können, aber ich bleibe lieber hier drin. Nichts für ungut, Amerikaner. Schon gut. Ich war von der Sache auch nicht begeistert, deshalb soll ich Ihnen das hier geben. Nicht übel. Also gut, Vater. Das ändert alles. Wenn Sie es richtig zusammengebaut haben. Sind Sie soweit? Ja, aber bleiben Sie dicht bei mir. Ich muss mit Ihrem Vater noch was regeln und das kann ich vergessen, wenn ich Sie nicht in einem Stück bei ihm abliefere. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich sorge dafür, dass Vater sein Versprechen hält. Vielleicht lässt er sogar noch mehr springen. Aber so sehr ich Ihnen für Ihre Hilfe danke, ab jetzt kämpft jeder für sich. Man sieht sich. Yeah.
Ich kann gerade nicht reden. Okay. Das habe ich gehört. Kommen Sie raus! Letzte Warnung. Gehen Sie.